So, hallo mal wieder. Heute gibt es mal ein kleines Video, wo ich ein kleines bisschen auf die Fragen eingehen will, wo jetzt die Leute gestellt haben hier. Also in der Kommentarfunktion, weil ich denke, vielleicht ist das für den einen auch wichtig irgendwo und da direkt mal ein Feedback zu bekommen. Das erste, worauf ich eingehen will, weil es auch schon häufiger gefragt worden ist, jetzt nicht unbedingt in den Kommentaren, aber allgemein, was man halt im Netz so mitbekommt, die Chrome-Applikationen. Beim 256er waren sie ja, 265er waren sie ja natürlich nicht abwählbar. Beim 280er kann man sich aussuchen, ob Chrome oder nicht. Und ja, also was dann anders ist bei Unichrome-Applikationen, sind diese Rahmen hier, die man sieht. Also dieser Rahmen hier ums Radio, das hier und auch hier unten um die Instrumente von der Klima, Schaltknauf, hier an der Seite, also hier um genau zu sein. Das ist halt dann alles nicht Chrom, sondern so ein mattes Glanzschwarz. Und meiner Meinung nach säuft da einfach zu viel dann im Schwarz ab. Es ist zwar hier generell schon alles sehr dunkel, aber ich finde, die Applikationen hellen das Ganze dann doch ein bisschen auf. Es ist ein gewisser Kontrast. Hier am Lenkrad sind sie zum Beispiel auch, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob das dann auch so mattschwarz ist. Ja. Also ich persönlich würde sie, wenn ich die Wahl hätte, dazu nehmen, weil es einfach doch optisch mehr hermacht, wie wenn das dann nur so Klavierlack schwarz ist. Das finde ich dann einfach irgendwo zu dunkel. So, und ganz aktuell, was gefragt worden ist, kann ich denn, wenn ich jetzt Familienpapa bin, hinten die Fenster verriegeln? Ja, geht natürlich. Und zwar, ich mache hier mal zu oder ein bisschen rum. Und zwar habe ich hier meine Fensterheber vorne, hinten. Spiegeleinstellung. Und mit diesem Knöpfchen hier, wenn ich jetzt drauf drücke, geht jetzt natürlich nicht, weil die Zündung aus ist. Mal kurz die Zündung an. Dann müsste das. Ja, genau, jetzt sieht man es. Jetzt sind hinten die Fenster gesperrt. Jetzt gehen sie über die hinteren nicht mehr runter. Ich kann sie hier zwar auf und zu machen, aber von hinten funktioniert das Ganze nicht mehr. So. Dasselbe natürlich dann hier hinten zwecks Kindersicherung. Früher war das ja noch so ein kleiner Schalter. Jetzt ist es hier dieses Rädchen. Ich hoffe, es kann man erkennen. Jo, jetzt wird es hell. Kann man mit dem Schraubenzieher entsprechend sperren. Dann gehen hier hinten die Türen nicht mehr auf. Das war jetzt schon mal das eine. Zum Thema Spritverbrauch hat letztens noch einer gefragt. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Man könnte jetzt sagen, ja klar, kann das Auto mit 7 Litern fahren. Aber wenn ich ehrlich gesagt bei so einem Auto auf den Spritverbrauch schaue, dann sollte ich wirklich den Kompromiss nehmen und sagen, ich nehme vielleicht einen FR mit 180 PS oder so. Weil wenn ich über 200 PS habe, das ist. Ich weiß nicht, ich fahre auch gern spritsparend ab und zu, weil es einfach mal doch ein entspanntes Fahren ist, was jetzt mit einem richtig sportlichen Auto sonst auch nicht wirklich geht. Aber auf Dauer wird es mich irgendwo nerven, wenn ich dann wirklich nur auf den Spritverbrauch schaue. Klar habe ich meine eigene interne Wette, weniger geht immer, weniger geht immer. Aber ohne irgendwelche Leistungsoptimierungen oder Softwareoptimierungen unter 7 Liter zu bekommen auf Dauer Langstrecke. Also da muss man schon wirklich irgendwo bei Hamburg oder so oben wohnen, wo es einfach nur gerade ist und alles flach ist. Hier bei uns ist es einfach schon gebirgiger. In den Alpen wird es wahrscheinlich noch extremer werden. Also ich lebe mit meinen 9 bis 9,5 sehr gut und ich habe auch kein Bedürfnis, da jetzt drunter zu gehen. Wenn ich mal drauflatsche und bin mal 12, mein Gott, ist halt so. Deswegen habe ich mir das Auto gekauft. Ich will Spaß haben beim Fahren und hier nicht als Verkehrsbehinderung hingondeln. Und ich muss sagen, ich habe das Auto jetzt fast ein Jahr und ich habe noch keinen einzigen Strafzettel. Also, es ist schon wirklich
es ist schon wirklich ein Wunder, aber man kauft sich kein solches Auto, um spritsparend zu sein. Da kannst du dann gleich einen Diesel kaufen. Ansonsten, ich überlege gerade, was noch gefragt wurde. Ja, die Heckablage hinten, was ich drin habe, die gibt es bei eBay. Wenn der Preis 999 ist, ist er einfach nur nicht lieferbar. Die kostet, glaube ich, mit Versand 40 € oder sowas. Also mehr eigentlich nicht. Ja. Ansonsten, was mir jetzt überlegt gerade, was mir jetzt negativ aufgefallen ist. Ja, was schön wäre, wäre eine dritte Klimazone hinten im hinteren Abteil, also auf der Rücksitzbank, aber das ist Luxusjammern oberster Güte. Also bis jetzt kann ich mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Und was es auf Dauer dann wird, wird sich zeigen. Ansonsten, wenn ihr wirklich Fragen habt, fragt. Wenn es möglich ist, versuche ich es als Video umzusetzen. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare, danke für die Abos. Und ja, viel Spaß, wenn ihr das Auto habt. Wenn nicht, fahrt zu euren Seat-Händler und fahrt's Probe. Es macht einfach nur Laune. Es ist einfach die günstigere Alternative, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, zu einem Golf R oder einem S3. Da hat man halt das Allrad noch dazu. Aber ob man es dann wirklich braucht, für die Fälle, wenn man es braucht, und ob es denn wirklich hohen Aufpreis wert ist, das muss jeder selbst entscheiden. Die Technik, die unten drunter steckt, ist beim Cupra dieselbe wie beim S3, dieselbe beim R, außer dass man halt bei den höher kategorisierten Autos, würde ich jetzt mal sagen, Premium-Klasse, einfach mehr Ausstattungsvarianten habe. Da vermisse ich jetzt halt das eine oder andere, wie jetzt das schlüssellose Einsteigen und solche Geschichten. Aber ehrlich gesagt, war es mir nicht den horrenden Aufpreis wert, gerade bei den hohen Rabatten, die es bei Seat gibt. Also da ist ja ein R, wäre dann, ich glaube, 8.000 € teurer gewesen laut Liste, und das war mir dann irgendwo zu viel. Außerdem ist Golf nicht mein Favorit und es fährt einfach jeder Golf, und der S3 war einfach viel zu teuer. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen.